Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Slowdown. Wir gehen in den neuen Rumble rein, schauen mal, was da jetzt so Sache ist. Ein Match hat begonnen. Gucken wir mal, was wir für einen Gegner haben. Actives only, please, heißt die Gilde. Okay. Schauen wir doch mal, wie aktiv die sein werden. Dann der Name, der sagt schon alles. So. Bei uns bis jetzt Two-Face, Fiesen, Kimberly und Bektash aktiv. Jetzt werde ich mit hinzukommen. Werde jetzt meine defensiven Karten rausnehmen aus dem Deck. Ich weiß jetzt aktuell nicht, wie stark der Gegner ist. Wollen ja nur Aktive haben. Keine Ahnung. Schauen wir einfach mal. Ich nehme jetzt meine Defense-Karten raus, um möglichst viel Schaden zu machen. So. Nehme ich das Appointment erstmal raus. Dann nehme ich den Bob Jean raus. Dann nehme ich den Roller Skate Peter raus. Und das war's. So. Mit den Karten und einer Tina gehe ich an den Start. Die Tina wähle ich, damit ich eben den Schaden wieder heilen kann, der hier eventuell durch die gegnerischen Karten gemacht wird. Und jetzt lassen wir es doch einfach mal laufen. Gucken wir mal, was passiert. So, los geht's. Erstes Match, sofort und gleich YouTube versus Actives Only, please. Let's get ready to rumble. So, und da haben wir, ja, naja, das ist jetzt nicht wirklich beeindruckend. Kann ich hier gleich schon mal die Bad Tina spielen und danach wird sowieso nichts mehr passieren. Kommt er mit einem Klaus. Ja, schlimme Tina. Und das Ding, das ist jetzt schon durch. Da brauche ich, kann ich schon direkt skippen. Brauche ich nichts mehr zu machen. So. Das ist eine glatte 100. Die Frage war auch wieder gefallen, was passiert, wie kriegt man die glatten 100 zusammen? Da hatte Kursiolo drauf geantwortet, ich muss ihn leider ein bisschen korrigieren. Nicht böse gemeint, Kursiolo, aber das ist nicht ganz korrekt. Kursiolo meint, dass es nur, dass nur der Schaden von anderen Karten zählt. Das ist nicht der Fall. Sondern wenn ihr einen Charakter habt, der eben auch Schaden verursacht, ja, dann ist das so. Und dann spiele ich hier erstmal die Furzschule nebendran, dann habe ich 13 Schaden plus meinen, ach nee, habe ich ja hier gar nicht. So, und jetzt kann ich schon hier das Ding einfach laufen lassen. Jo, auch glatte 100. Deswegen spielt man, wenn man aktiv spielt, spielt man einen Charakter wie jetzt beispielsweise die Tina. Die Tina heilt die Karten, weil es zählt nur der Schaden, der zum Ende, der bis zum Ende des Matches noch da ist. Ja. Jeder andere Schaden zählt nicht. Oh, das war ein extrem schwacher Gegner hier. Kann ich hier auch erstmal mit dem Peter anfangen. Und kann jetzt hier als nächstes noch das Gewehr hinterher jagen. Und auch da wiederum brauche ich mir, glaube ich, keine Gedanken zu machen, dass das ein glatter Hunderter wird. Der Charakter kann, hat keine Effekte, kein Boxen, keine Revanche oder sowas. Deswegen glatte 100, no problem. Easy. So. Ich rushe hier jetzt ein bisschen durch, weil ihr wisst, wie gesagt, in ein paar Stunden ist bei uns schon Beerdigung. Und ich versuche das Ganze hier jetzt so schnell es geht hinter mich zu bekommen. So, was haben wir hier? Hier haben wir die Gigi, die Gun. Jetzt haben wir einen Boxen. Seht ihr den Box, diesen Boxhandschuh da oben beim Stewie? Und wenn ich die jetzt nicht heilen würde durch meine Tina, dann, ja, hätte ich ein Problem, sage ich mal. Ja, aber da ich das heilen kann, ich kann das auch hier skippen, da passiert auch nichts mehr.
Weil diesen einen Schaden, den er macht, das easy, überhaupt kein Problem, das zu heilen. Später wird es interessant, wenn dann zum Beispiel ein Stan oder sowas da ist. Ja, da kommen dann Dinge. Wenn der hochgelevelt ist, dann boxt er schon richtig gut. Und da wird es dann schon ein bisschen interessanter. Der hat jetzt hier die Revanche. Die Revanche ist natürlich eine schon relativ fiese Angelegenheit, muss man schon sagen. Ja, was haben wir hier? Eine ganz normale Lois. Bob in der Wand brauche ich jetzt gar nicht zu spielen. Ich spiele jetzt einfach hier mal nackt Seil ziehen und kann hier auch schon wieder skippen. Jetzt die Frage, in der Regel, ja, das ist jetzt der Punkt bei der Sache. Wäre jetzt zum Beispiel der Schaden, der letzte Schaden durch meine zweite Karte entstanden, hätte ich wahrscheinlich sogar einen Schadenspunkt gehabt. Aber vermutlich hat da vorne eben dieses Nackt-Seilziehen den Schaden gemacht, indem es durch diese Karte durchgeschlagen hat und dann zählt die Revanche nicht, der Revanche-Schaden. Ja. Das sind auch so Sachen, die zu beachten sind. Was soll ich jetzt hier machen? Spiele ich erstmal den Fusel. Gucken wir mal, kommt er auch mit einer Musikkarte. Kann ich jetzt hier mal den sturzbetrunkenen Bill spielen. Und eigentlich auch hier wiederum kann ich schon skippen. Ich sehe jetzt schon, dass der Gegner nichts dagegen zu setzen hat. Also das wird eine easy Runde. Erinnert mich jetzt so ein bisschen an den ersten Gegner, den wir hatten. Und der erste Gegner, da kam nicht wirklich viel. Ne? Da war tatsächlich, muss man so sagen, die gegnerische Gilde von unserer zweiten Gilde etwas stärker gewesen. Da waren auch schon mal die ein oder anderen Epics mit dabei. Also nicht so wie das hier. So, jetzt haben wir mal, mit Rindfleisch gefülltes Kolon, ist aber auch gleich weg. So, ich könnte auch jetzt hier erstmal die Amy spielen. Dann machen wir noch ein bisschen mehr Schaden auf der 1. Eigentlich kann ich auch das hier wieder skippen. Da wird auch nichts großartig kommen. Was soll denn da kommen? Und da die Lila ein Schild hat, macht die auch keinen Schaden. Und insofern, easy, durchgerusht. Das ging jetzt schnell. Ganze 7 Minuten. Gleich haben wir das Ding hier auch schon gerockt. Oh, da ist der erste. Naja. Ja, was wollen sie denn hier erreichen? Das ist, sorry, aber ich sag auch immer, es gewinnt die Gilde, die am aktivsten ist. Das ist definitiv der Fall. Aber in so einem Fall, wenn der Gegner natürlich so nennen wir es mal, qualifiziert ist, ja, wie die hier, dann ist das überhaupt kein Ding. Ich mache jetzt da hinten drauf die Ringenkarte. Ich spiele die Dodgeball Louise und ich kann auch das Ding hier schnell durchskippen. Easy. Dodgeball Louise macht's fertig. Nächsten 100 Punkte. So. Dann rushen wir mal weiter. So, bis jetzt bei uns Fiesen, Two-Face, Kimberly, Backtash und ich am Start. Automatik erstmal wieder raus, gucken, dass wir die beste Karte am Anfang haben. Oh ja gut, dann kommt natürlich die paddelnde Peggy und sorry, aber die haut da jetzt gleich auf Anhieb durch den durch, da bleibt nichts mehr, kein Stein mehr auf dem anderen stehen. Das ist jetzt schon gelaufen, die macht das eigentlich alleine. So, 100. Ja, da kann man einfach nur durchskippen eigentlich, also kommt natürlich darauf an. Wenn ihr seht zumindest, dass der Gegner jetzt keine, ja, der hat auch wieder nichts. Actives only, please. Ah. Was mache ich jetzt hier? Ich könnte, komm, ich spiele jetzt erstmal den Fusel und dann gucken wir uns das Ganze an.
was da am meisten Sinn macht. So, der Peter macht jetzt in der Situation nicht so wirklich viel Sinn. Aber der Stan, why not? So, und auch hier kann ich jetzt schon wieder skippen, weil passiert nichts. Ja, Gilde 1, sage ich mal, hat jetzt wirklich richtig viel Glück mit dem Gegner schon mal. Das war aber jetzt bei den letzten Rumbles auch so gewesen. Lasst euch davon nicht einlullen. Ich habe es bei den letzten Rumbles auch immer wieder gesagt. Lasst euch nicht einlullen, weil es wird nicht so bleiben. Und das Problem ist, darauf verlassen sich manche, wenn sie dann sehen, oh, guck mal, nur so easy Gegner, ja, und muss man nichts großartig machen und rockt es da durch. Nee, irgendwann kommt der erste richtige Gegner und dann knallt's. Wenn man dann nicht aufpasst und nicht jeder einfach weiter mitmacht und aktiv ist, dann ist das Ding weg vom Fenster, ne? So, ich gehe jetzt rüber zum Account in der zweiten Gruppe. Ich hoffe, dass wir da einen ähnlich einfachen Gegner haben. Schauen wir mal. So. Wäre ja echt nice. Das wäre ja echt nice. So, jetzt mache ich das aus. Actives only, please, ist easy. Easy to win. Und dann gehen wir mal weiter jetzt hier zu unserem zweiten. Und ja, jetzt muss ich erstmal zusehen, dass ich das wieder verbinde. Ja, und dann gucken wir mal, was wir reißen. Interessanterweise, bei Rumble Nummer 1 war die aktivere Gilde die zweite Gilde. Wer hätte damit gerechnet, muss ich echt sagen. Also Leute, aufpassen in Gilde 1, die Gilde 2 ist heiß. They are hot and they want to get into Guild Number 1. Die wollen zu euch kommen. So wie es aussieht. Da sind einige wirklich heiß drauf, nach dem Rumble mit euch Plätze zu tauschen. Also solltet ihr auf jeden Fall aufpassen. Seid euch nicht so sicher, dass ihr dann danach immer noch in Gilde 1 seid. Zählt immer noch mit die Aktivität von den Spielern, wie viele Punkte sie erreichen. Und wenn ich sehe, dass da in Gilde 1 eigentlich in dieser Leistungsgilde in Anführungszeichen schon 9 Leute nichts gemacht haben. Schauen wir mal, wie das Ganze dann hinterher aussieht. Ich will da überhaupt kein Ding. Ich sag's mal so, in Gilde 2, die sind, bei denen ist es ja alles, sind ja, da kann man das relativ locker sehen, weil das Ding ist ja eigentlich nur so zur Bewährungsprobe. Ne? Ja, aber in Gilde 1 sollte eigentlich schon mehr gehen als das, was da jetzt war. Also ich sag mal so, jetzt natürlich beim ersten Rumble, boah, nicht wirklich so entscheidend, spielentscheidend. Aber das wird sich schon irgendwann ändern und dann werden wir mit 41 Aktiven wieder irgendwie, oh, was haben wir jetzt hier? Jetzt sieht es diesmal ein bisschen anders da aus. Ui. Jetzt haben wir hier natürlich echt ein Problem. Jetzt haben wir schon gleich, ich sag ja, Gilde 2 hat irgendwie die stärkeren Gegner. Und jetzt komme ich da mit meinem Kackdeck an. Kann doch nicht immer großartig jetzt hier was machen. Außer versuchen zu überleben. Und dann kommt er hier natürlich mit einer Peggy. Also jetzt wird es natürlich zählen, schon hier in Gilde 2. Wow, was soll ich denn da jetzt großartig machen? Tja, die Peggy, die wird mich jetzt hier wegballern. Ich versuche so viel es geht an Schaden zu verursachen. Naja. Aber wirklich viel wird das jetzt nicht sein. Ja, sorry, der Account ist halt nur einen Tag alt und da sieht das jetzt in etwa so aus.
wie das vorher bei mir war. Jetzt kommt es ganz entscheidend eben auf die anderen Gildenmitglieder darauf an. Das kann ich jetzt hier vergessen. Da kann ich eigentlich jetzt schon kapitulieren. Da brauche ich gar nicht weiterzumachen. Das ist Quatsch. So. Okay. Jetzt sehe ich mal das aus der anderen Perspektive. Oh, ganze 7 Punkte habe ich jetzt gemacht. Ja, lass uns doch einfach mal schauen, wie es weitergeht. Also Gilde 2 wird jetzt wahrscheinlich das erste Match doch schon ganz schön Probleme bekommen. Weil die Skullcrushers... Ah, geht natürlich auch wieder nichts. Hank, da kann ich wenigstens mal den Teufel Hank spielen. Schauen wir mal, was der kann. Teufel Hank hat wenigstens mal... Ja, gucken wir mal. Ja, ist ja gut. Kann anfeuern, aber jetzt ist der Teufel Hank auch schon wieder weg. Waffe und Fry. Oh mein Gott, das ist so ärgerlich. Das ist wirklich so ärgerlich. Tut mir leid, Jungs, dass ich euch noch nicht so wirklich hier helfen kann. Das Einzige, was ich jetzt erstmal machen konnte, war euch die Gilde gründen, aufmachen. Da brauche ich jetzt hier gar nichts mehr zu machen. Da kann ich jetzt hier kapitulieren. So, das ist der zweite Kampf. Jetzt sehe ich mal, wie es einem Tore das letzte Mal gegangen ist. Oh Gott, ganze 14 Punkte. Wow. Ja, Leute, jetzt bin ich natürlich jetzt immer auf euch angewiesen, ne? Weil, wie ihr seht, hier kann man echt nicht viel machen. So, Hank, schaue ich mal. Wow. Der himmlische Hank. Ist jetzt auch nicht wirklich so berauschend. Schule. Das wäre der Running Back Hank. Ich spiele jetzt erstmal den himmlischen Hank. Der hat immerhin 12 Leben. Oh, schon langsame Netzwerkverbindung, okay. Interessant, interessant, interessant. Ja. Jetzt hat sich das Ding hier aufgehängt irgendwie. Aber vielleicht fängt es sich ja noch. In der Zwischenzeit kann ich jetzt mal versuchen, hier mit dem zweiten Account etwas zu reißen. Schauen wir mal. Also mit dem Account von Herrn Sofort. Ach komm schon. $300 Messer. Ja, der Account von Herrn Sofort ist definitiv um einiges besser erneut verbinden als dieser hier. Guck mal, den Quagmire. Da kommt sogar der Golfer Quagmire dann raus. Okay, ist gar nicht mal so verkehrt. Aber auf dem kleinen Gerät, ey, man sieht fast gar nichts. Das ist unglaublich. So. Gucken wir mal, was der kann. Wow. Ja. Guckt euch das an hier. Nicht irgendwas hier mitmachen, das wären die tatsächlich die Manitoba-Zigaretten. Okay. Gucken wir mal, was die dann kann. Was ist denn jetzt hier los? Jetzt hat sich das Ding total aufgehängt irgendwie. Ist jetzt schon ein paar Mal passiert, dass der dann direkt bei 13 einfach stehen bleibt. Ich bitte euch einfach wirklich, versucht euer Bestes, ja, gebt alles. Und jo, ich hole jetzt hier mit dem zweiten Account zumindest mal schon mal ein paar Punkte für uns, auch wenn es jetzt noch nicht so wirklich berauschend ist. So. Ja. Erste Bewährungsprobe für Gilde 2. Wobei ich sagen muss, das ist halt wirklich ein extrem starker Gegner. Ja, was ist denn das? Warum macht er denn die Automatik jetzt hier? Ach so.
Ist ja, nee, war der ja vorher. So, warum? Schmerzmittel, Schule, 7. Jetzt haben wir ein 7, 8, 1, 2. 7, 12. Naja. So, dann spiele ich jetzt hier mal. Er hat tatsächlich die Flügelmutter Lila, ne? Sensationell. So, was haben wir denn da noch? Dann haben wir einen Jean, mit dem kann ich auch jetzt nicht wirklich viel anfangen gerade. Ja, das Ding hier werde ich jetzt, so wie es aussieht, auch wieder verlieren. Da kann ich leider nichts dagegen unternehmen. So. Ja. Ich muss mein Deck so schnell es geht nach vorne pushen, um hier mithelfen zu können. Aktiv mithelfen zu können. So, dann haben wir hier sogar die Annale entstellt. Guckt euch das an. Nee. Okay. Ja. Ja, was mache ich jetzt hier? Als allererstes muss ich jetzt tatsächlich wieder den Dale spielen. Und dann habe ich hier... Das ist echt übel. Richtig, richtig übel. Naja, gucken wir mal. So, jetzt kann ich hier hinten aber noch die Boxerin spielen. Und eigentlich habe ich an der Stelle... Mit dem Account vom Herrn Sofort habe ich das nächste Match gewonnen. Das ist schon immer gut. Ah, jetzt kommen natürlich... Ja, das ist logisch. Da kommen die ganz heißen Sachen. So, weiter geht's. Hier habe ich jetzt mal wenigstens einen Ruppert. Aber das bringt mir auch alles nichts. Das ist... So... Bob. Oh, da kann ich auch das 300-Dollar-Messer gleich schon wieder spielen. Also jetzt hier mit dem anderen Account, nicht mit diesem hier. So, gucken wir mal. Ja. Gut. Das geht alles noch nicht. Chris Griffin hat er auch. Was ist das? Der Freshman Chris. Habe ich auch noch nie gesehen. Oder? Ich kann das gar nicht lesen. Das ist so unglaublich klein und winzig auf dem Gerät hier. Meine Augen werden auch immer schlechter. Das ist unfassbar. Ja, ich spiele jetzt erstmal das hier. So, ja, sind wir diejenigen, die jetzt gerade die einzigen Kämpfe hier machen. Na, ja, der kann das auch nicht. Lass ich mal ein Bild da hinten laufen. So, ein Ruppert. 49 Leben, das kann ich auch schon wieder vergessen. So, aber der zweite. Naja, ich sollte jetzt einfach, ja. Super. Das 300-Dollar-Messer hat es gemacht hier. Jetzt gehen wir mal zum Hank. So, ja. Wow, die sind jetzt richtig, richtig aktiv hier gerade. Das ist der Klassiker. Das ist dieses klassische Beispiel. Das werdet ihr erst mit der Zeit kennenlernen. Ja, es gibt einfach Gilden, ja, sorry, aber das ist denen ihre Zeit, ja. Die sind jetzt genau jetzt sind die aktiv, ja, und dann irgendwelche amerikanischen Gilden oder sowas, ja. Skullcrushers, klingt ja schon so. Und da macht ihr nichts dagegen, ja. Die, wenn ihr jetzt später wach werdet, wenn ihr jetzt euch das Video anguckt, dann werdet ihr feststellen, hoppla, hier ist irgendwie ganz schön was im Argen.
Ja, komm. Soll ich denn da jetzt noch großartig machen? Komm, schieß mich jetzt endlich weg. Was ich hinter mir habe. So, 300-Dollar-Messer oder aber Nacktseil ziehen. Marsch ist 300-Dollar-Messer. So, und die Flügelmutter Lila wird immer stärker an anderer Stelle. Ja, und ich verliere Kampf um Kampf gegen die. Ja, Aber wie gesagt, ich werde den Account auch noch versuchen hochzubekommen. Oh, das nächste Ding. Ich gebe nicht auf. Ich gebe nicht auf. Spiel mal wenigstens den da. Ich gebe nicht auf. Auf keinen Fall werde ich aufgeben. Never ever. So, und ja, dafür läuft es jetzt beim Herrn sofort relativ gut. Verhältnismäßig dafür, dass er so ein niedriges Level eigentlich hat, ja, hat er schon relativ gute Karten, muss man sagen. Das ist schon eine. Also die Karten hätte ich teilweise gern mit meinem anderen Account. So. Dann spielen wir hier hinten nochmal den Bill. Und weiter geht's. Ja. Ist halt einfach nichts zu machen für mich. Was soll ich tun? Alkohol. Aber das wird er nicht überleben. Das ist das Problem. Und der Dale. Ich will es erstmal slurm. So, was mache ich jetzt mit dem zweiten Account? Was kann der denn? Anal entstellt direkt auf der 1. Okay. Gut. Ja. Ah, jetzt fliegt mir hier alles um die Ohren. So, Anal entstellt auf der 1. Das ist eigentlich eine ganz gute Sache. Gegnerische Karte ist ein Planet Express Schiff. So, ja. Das ist halt der Unterschied jetzt zwischen einem Anfänger-Account. Hat er denn hier irgendwas damit kombiniert? So wie es aussieht, wohl nicht. Okay. Weiter geht's. 38, da könnte ich doch eventuell diesmal mal was reißen. Bill und die Schule, das gibt der Bill-Dose. Okay, der hat natürlich die bessere. Aber ich versuch's. Wir gucken einfach mal. Wenn's gut läuft. So. Hank. Hank und das Kostüm ergeben. Jetzt mache ich hier die Fliegelmutter. Ah. Na gut. Hank und Kostüm wären der Teufel Hank, aber das wird mir jetzt auch nicht großartig helfen. Wobei ich die Gasattacke zumindest an den Mann bringen kann. Ja, okay. Das war's auch da schon wieder. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Wenn man da. Krasser Scheiß. Naja. Mac. Machen wir da mal. So, wie viel habe ich denn jetzt noch? 3 Stück. Ich versuche wirklich jeden Punkt zu holen, den ich holen kann. Es ist nicht viel, wie ihr seht. Aber es wird besser werden. Das kann ich denn. Luan und das Kostüm sind, glaube ich, Teufel Luan. Teufelin Luan, ja, die ist ja mal gar nicht so schlecht. Die heilt wenigstens wieder Leben. Ja, Bill, der ist auch gleich weg. Was hätte ich denn hier sonst machen können? Nix. Gar nichts kann ich da machen. Naja. Frustrierend. Naja gut, ich hätte den Ding spielen können. Ja, ist egal. Ich habe trotzdem keine Chance kriegen. Die gegen solche Karten. Was soll ich denn dagegen machen? Frust. Das ist wirklich Frust.
Ja, Leute, da müsst ihr nachziehen. Da müsst ihr jetzt nachziehen. Was kann ich denn jetzt hier machen? Da geht ja wirklich mal gar nichts, ne? So, Slum. Na, mach mal hier wieder Waffe oder Schule. So. Wow, ich glaube, das ist jetzt das erste Match, dass ich hier mit dem verlieren werde. Mit der Waffekarte habe ich dann wenigstens mal das NRA-Mitglied da hinten. Oh, und da könnte ich den Slurm Loco spielen. Jetzt mache ich erstmal das NRA-Mitglied vielleicht. Vielleicht habe ich das erste Mal jetzt hier eine kleine Chance. Ich weiß es nicht. Ich glaube es nicht wirklich, aber... Ah, der wird es natürlich nicht überleben, aber eventuell überlebt... Na, hier... Hier verliere ich jetzt allerdings auch mein erstes Match. Auf der anderen Seite. Mhm. Ich habe mein Slurm-Loco. Wow. Bringt mir sehr viel. Wahnsinn. Wie toll. Schön. Okay. Aber ihr dürft euch, wie gesagt, ihr dürft euch davon jetzt nicht in irgendeiner Form abschrecken lassen. Weil ihr müsst es so sehen. Es ist einfach jetzt eine komplett andere Zeitzone dort. Ja. Und mein Account ist wirklich absoluter Käse. Noch. Wie gesagt, noch. Da kann ich immerhin noch 4 Fights machen. Das geht alles nicht. Es geht alles nicht, ich kann nichts machen. Ja, warum hatte, also Gilde 1 hatte einen extrem einfachen Gegner jetzt gehabt. Und Gilde 2 hat jetzt hier den starken Gegner, den ersten. Ist schon manchmal ein klein wenig unfair, aber was willst du machen? Es ist einfach so. Und wie gesagt, lasst euch jetzt nicht davon beeindrucken, weil... Unabhängig jetzt davon, wie weit wir mit dieser Gilde kommen werden bei dem Ding hier, müsst ihr eins bedenken. Aktivität zählt jetzt hier am meisten. Ne? Und... Was soll ich hier machen? Aktivität zählt jetzt hier am meisten und ihr habt ja dann die Chance... Je aktiver ihr seid, habt ihr die Chance, aus dieser Gilde in die erste dann zu wechseln, ne? Ja. Das Ding werde ich jetzt hier, das zweite Match, was ich jetzt hier verlieren werde, mit dem Herrn sofort, mit dem Account vom Herrn sofort. Dafür habe ich die anderen aber gewonnen. So, okay, jetzt machen wir mal Folgendes. Jetzt switch ich dann mal hier Fensteraufnahme. Benutzer 1. So, jetzt gucken wir mal. So, gucken wir uns das mal an jetzt hier. Noch die letzten Fights jetzt hier. Muss ich wahrscheinlich ein bisschen zurechtziehen. Ja. Video. So, Fensteraufnahme. Eigenschaften aktualisieren. Okay. Jetzt muss das Ding ein bisschen rübergezogen werden. Das sieht jetzt dann mal so aus hier. Ja, dieses Match hier werde ich definitiv mit dem Account auch verlieren.
ganz kurz gucken, ob ich zumindest noch bei den letzten drei Fights noch irgendwas reißen, oder zwei Fights noch was reißen kann. So, spiele ich mal den Gene noch davor. Jetzt ist es... Ah, dagegen kannst du nichts machen. Aber guckt es euch an. Ihr seht, der Gegner ist schon relativ stark. Und... Aber wie gesagt, macht nichts. Selbst wenn wir jetzt hier dagegen verlieren, das hat 0,0 zu bedeuten. Wir werden zwar natürlich dann gleich erstmal eine richtig bescheidene Platzierung haben. So, 3 von 10 sind noch übrig. Jetzt kann ich mal hier auf dem großen Monitor gucken, weil auf dem kleinen sehe ich fast gar nichts hier. Das ist, oh, Batterie fast leer. Ja, der Stromsparmodus werde ich jetzt mit Sicherheit nicht machen. Oh, das ist natürlich jetzt extrem ärgerlich. Jetzt kenne ich das Deck auch noch nicht so gut auswendig. Und naja, jetzt kommt er mit einem Fry. Da kann ich den Quagmire mal spielen. Und Brian. Okay. Da hätten wir einen Chris Griffin. Jetzt habe ich erstmal hier den Golfer. Gucken wir mal, was wir mit Chris Griffin anstellen können. Na, sieht bis jetzt hier noch gar nicht mal so ultra schlecht aus. Leuchtpistole. Was ist denn das? Ach, das ist der zwielichtige Busfahrer. Okay. Ich sollte jetzt erstmal hier die Leuchtpistole spielen, weil ich will diese Pawtucket Patriot Ale weg haben. Jetzt kommt er hier mit einem Hermes. Okay. Mhm. Und ja, jetzt guckt euch das an. Der hat hier tatsächlich die Flügelmutter lila, ne? Aber nichtsdestotrotz, wie viele Leben hat ein Chris Griffin hier noch? 11. Ja, dann spiele ich die jetzt erstmal. Ich dass die auf jeden Fall in der nächsten Runde schon aktiv werden kann. So, okay, die Leuchtpistole fliegt jetzt erstmal weg. Ah, er hat natürlich da hinten jetzt den Bender gespielt. Okay. Ah, sieht nicht gut aus. Die Runde sieht überhaupt nicht gut aus. Ich muss unbedingt an seinem Deck jetzt arbeiten. Aber ich bin jetzt die Tage nicht dazu gekommen. Man mag es mir verzeihen. Wie gesagt, ihr wisst, wie meine Situation momentan ist. Aber ihr seht ja selber, ich gebe alles. Ich sitze sogar jetzt hier noch in der Nacht da und versuche hier noch irgendetwas zu reißen. Ja, was total irre eigentlich ist. Ja. Aber ich mache das. Okay. Gut, dieses Match ist jetzt auch verloren gegangen. Okay. Ja, ist denn in der Zwischenzeit mal irgendjemand anderes? Nein, wir haben bis jetzt nur die beiden. Gut. Schauen wir mal. Also, Bob. Jetzt haben wir natürlich eine gute Ausgangssituation. Bob und die Leuchtpistole ergeben das 300-Dollar-Messer. Und das ist schon mal ziemlich effektiv, sage ich mal. In der Regel sollte jetzt dieses Match eigentlich diesmal gewonnen werden. Jetzt mal hier den Bob noch. Mit dem Tirani sollte das dann auch die Annale entstellt ergeben. Und die Annale entstellt auch wiederum eine Karte, die doch extrem gut wird. Und jetzt gerade hier gegen den S&M-Peter. Ja, also das Match sollte ich diesmal gewinnen. Oh, was hat er denn da gemacht? Die Sportkarte. Mac mit der Sportkarte. Ich konnte es nicht glauben. Aber das Gute bei dem Account hier ist, ich habe den alten Forschungsbeschleuniger da und oh, da kann man dann doch relativ schnell
mal was reißen. Jetzt habe ich hier die Dodgeball Mag. Das könnte unter Umständen reichen. Den Peter Copter jetzt. Oh ja, da geht auch Peter Copter jetzt mit drauf. Genau. Also der Kampf ist jetzt auf jeden Fall gewonnen. Ja, bum, 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 bum. Jetzt spiele ich noch hier den Bill. Sehr, 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 sehr nice. So, 82. Okay. Den anderen Account, also das ist jetzt hier eine Ausnahme, den anderen, weil der Herr sofort jetzt aktuell schläft, seinen anderen Account, noch bevor wir zur Beerdigung gehen, wird er dann in Gilde 1, wird er auf jeden Fall dann später noch spielen. Bob. Gucken wir mal. Oh, Roller Derby Haley. Okay. Aber auch hier wiederum 300 Dollar Messe. Und unter Umständen reicht das. Boah, es wird aber echt auch wieder eine ganz haarige Sache. Aber Bill mit der Backstep-Schule, das hat er wenigstens. Pearl Bailey. Das ist natürlich jetzt gar nicht. Boah, scheiße. Ja, Bildose. Aber, naja. Das war's, sage ich mal. Also der Kampf ist auf jeden Fall verloren. Zack, zack, zack. Und ja. Wahnsinn. Das war's jetzt hier, sage ich mal. Ich kann jetzt nicht mehr für Gilde 2 machen. Ich habe jetzt hier 581 Punkte gemacht. Mehr ist jetzt nicht drin gewesen. Und dann würde ich mal sagen, wow, guckt euch das an. Savras 990, ich will die jetzt gar nicht großartig hier präsentieren. 26 Leute, wenn ihr 40, überlegt mal, ohne Scheiß, mit den 42 Aktiven aus Rumble Nummer 1 könnt ihr die besiegen. Bedeutet, wenn ihr online kommt, wenn ihr wach werdet, gebt Vollgas, haut rein und dann besiegt ihr den Gegner, wenn es gut läuft. Lasst euch, wie gesagt, nicht davon jetzt beeindrucken, dass die jetzt 23.000 Punkte schon haben. Vielleicht später noch ein bisschen mehr. Wir haben durchaus die Möglichkeit mit der zweiten Gilde das Ding hier unter Umständen zu gewinnen. Wahrscheinlich ist Skullcrushers aber schon eine der stärkeren Gilden, das hat man gesehen. Wobei, wenn die jetzt zum Beispiel auf unsere Gilde 1 getroffen wären, würde die ganze Sache ein bisschen anders aussehen. Also, lasst euch wie gesagt nicht davon beeindrucken. Gebt alles, es geht auch darum, ob ihr dann später nach dem Rumble in Gilde 1 kommt oder nicht. Also wer das will, egal jetzt, ob jetzt diese Gilde, wie weit die Gilde kommt hier, wer in Gilde 1 will, muss alles geben. Ne? Und ansonsten alles easy, chillig. Ne? Dafür ist die zweite Gilde da. Okay, also ich wünsche euch jetzt viel Erfolg, viel Spaß. Und drücke euch ganz, ganz dolle die Daumen. Es wäre cool, wenn mir irgendjemand, vielleicht Tetsu oder so, ich weiß es nicht, je nachdem, wahrscheinlich wird er morgen ja auch ganz normal arbeiten. Es wäre richtig, richtig nice. Bitte an alle, wenn irgendjemand für mich die Endergebnisse von den beiden Gilden, einer aus Gilde 2 und einer aus Gilde 1, irgendjemand mir die Endergebnisse präsentieren könnte, also irgendwo einen Screenshot kurz machen, und da wäre ich euch echt sehr, 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 sehr dankbar, wenn mir da helfen kann, ne? Dass ich wenigstens weiß, wie es ausgegangen ist und dann zum Schluss das irgendwo noch in so einem Abschlussvideo präsentieren kann oder sowas, ne? Also haut rein, macht's gut, ich wünsche euch was. Lasst mir ein Like da, schreibt mir was in die Kommentare rein, abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt, und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown. Mit mir dem Herrn gleich. Macht's gut, bis dann und tschüss.